Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute den 17. Januar. Es ist gegen 5 Uhr. Die letzte Nacht oder in den späten Abendstunden fiel auch hier Schnee. Bei uns ist das im Sinne der Winterdienst hiermit abgeschlossen. Ja. Hier sieht man das, ich vergessen, gehen wir zurück, ich bin es wahrscheinlich viel zu weit weg. Da sieht man dann auch, hier sieht man schon besser aus. Hier sieht man auch schon, hier ist noch schon frei gemacht worden und leichtes Ding gemacht, ja. Ja. Und hier sieht man halt auch, ich will das hier nochmal also nachstreuen, der andere ist schon wieder weg, der muss noch Winterdienst machen. Aber wir hatten hier jetzt dann halt bis über Schnee eine Schneedecke hoch von 1 Zentimeter. Die bis jetzt, wenn sie nicht arg listig sind und wollen den Schnee weg haben, jo, ist er weg, ne? Ja, dann machen sie sauber. Jo, wenn es jetzt Werktag wäre, ja, dann würde ich glaube, die meisten lassen dann auch den Schnee liegen. Die versuchen es da, dass er alleine von sich weg ist. Aber ich gebe mir nur mal sicher, ich möchte das doch lieber so machen. Ich mache das selber und halte euch Dings. Ich mache das noch ein bisschen. Ein bisschen leichter Meersalz streuen. Ganz einfach Meersalz wird hier gestreut. Auch ganz minimal, weil der umweltfreundlich ist. Ja, weil das Ding umweltfreundlich ist. Ja, und dann kann man das auch sehen. Ja, durch die Pandemie ist hier auch halt viel, wo wir auch stark eingehängt sind. Manchmal muss man sich vorstellen, oh Gott, bist du im Gefängnis oder sonst, da kommst du ja auch nicht raus. Also, was ist passiert? Tja, was ist passiert? Das fragen wir uns jeden Tag. Ja, auch jetzt kommenden Dienstag, Mittwoch soll sich die Sanktionen weiter für den Bürger verschlechtern. Ja, ich frage mich manchmal, aber wo sich das überhaupt noch hinhält? Werden wir überhaupt dann noch als mündliche Bürger angesehen? Das ist die Frage, die ich mir stelle, manchmal. Ja, aber wir versuchen das Beste auszumachen. Ja, hier gibt es noch mal ein bisschen was davon. Aber ich mache ja auch nicht, weil Meersalz ist teurer wie der andere Salz, aber er ist abbaubar. Ja, er ist abbaubar und schadet nicht der Umwelt. Ja. Also wie gesagt, wir haben halt zum zweiten Mal Schnee. Ja, und ja gut, wir sehen, die Autos sind zu. Man sieht auch drüben, es ist nicht so. Oder da vorne sieht man auch, das ist ja auch schon teilweise auch gestreut und so weiter und so fort gemacht. Ja. Ja, die Straßen sind auch nicht so. Man sieht es halt teilweise ein bisschen näher gehen hier, aber es zog hier sind, da hat man auch die Straße frei. Ja, hier und dann komme ich wieder zurück. Man sieht man, da ist doch wieder alles bis in eine leicht geschlossene Schneedecke. Ja, das hat eigentlich zu, ja, Winter 2021, das zweite Mal in diesem Jahr, dass hier auch im Rheinland Schneeflocken runterkamen. Es ist eine schöne Sache, aber es ist auch eine Sache, wo man fragen muss, was machen die Leute? Sie fühlen sich angeengt. Ja, Silvester schon mal. Ich hatte Silvester darüber auch berichtet gehabt, über, ja, halten die Bürger sich daran, wie gesagt, hat, hier mit keine Feuerwerkskörper abschießen? Ja oder nein? Ja, das ist eine Frage. Haben sie sich gehalten oder nicht? Also so wie man sieht, halt doch, dass sie sich nicht ganz daran gehalten haben. Es gab doch ein oder das andere Feuerwerk,
aber nicht so, wie man das kannte. Weil die Leute sagen ganz einfach, wir wollen nicht bevormundet werden. Aber dann kommt da mal mit der Wahrheit raus. Das sind auch Sachen schon passiert, die wir gar nicht wissen sollen. Ja. Der einfache Bürger gar nicht wissen muss. Ja. Das ist, wie heißt der Spruch? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Ja. Zum Winter. Und ja, ein bisschen Winterdienst. Jetzt drehe ich auch wieder und fahre jetzt zurück. Ja. Wunderbar, mit dem Rollator geht das. Ich glaube, wenn ich eine stärkere Decke habe, dann muss ich mich fragen, ob ich den Wagen mit Winterreifen ausstatten kann. Ja. Bei Schneeketten wird das ein bisschen schlecht aussehen. Ja. So ist es. Ja, liebe Leute. Ich würde heute Nachmittag. Sie wissen, ich bin vom Brauchtum und Tradition. Und seit 2 Wochen gibt es immer von Donnerstag bis Sonntag Karnevalseinspielungen zwischen Ende des Jahres 2013 bis 2019. Ja, die Karnevalstage, jetzt die neue Saison von 19 auf 20, die waren nicht mehr in meinem System drin. Und wir wollen ja hoffen, dass es das wieder besser wird. Ja, aber vielleicht waren sie drin. Ich habe es auch nicht so groß angekündigt. Bei YouTube können sie jeden Tag zwischen Donnerstag und Sonntag können sie auch volle Menge Auftritte sehen. Ob sie jetzt jemand proklamiert mit oder ob die Tänze mit den Gaben oder mit den Showtranskoppen das halt auch läuft. Ja, und das wird halt so gemacht. So. Hier, denke ich mal, haben wir den Abschluss gemacht. Aber ich fahre jetzt noch mal ein bisschen ganz kurz auf mein Gelände drauf. Ja. Gewissenhaft, trotz Behinderung, versucht man, was zu schaffen. Mit dem Rollator geht das. Ein bisschen langsam. Das ist nicht so schön. So schön ist das nicht. Ja, ich werde gleich Frühstücke machen. Und dann werde ich halt Mittagessen vorbereiten. Heute gibt es mal fleischlose Kost. Heute gibt es Spinat mit Sachen Kartoffel und Rührei. Eine Sache, die man auch mal schon mal gerne essen wird. Ja. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen. Ja. Die arbeitet auch irgendwo im Krankenhaus, in der Küche. Die werden auch jede Woche werden die getestet, ob da noch alles im grünen Bereich ist. Ja, und das mit den Impfungen, ganz ehrlich gesagt, es läuft schleppend. Und wenn das stimmt, dass bei gewissen Leuten, die schon geimpft sind, aber wirklich sein sollte, wenn es der Wahrheit entspricht, dass die schon wieder Corona haben sollen, ja, da frage ich mich ganz ehrlich, was soll das? Was soll das? Soll ich wegen heuchlerischen Dings machen? Weil ich war mit vielen Menschen unterwegs und ich glaube, ich hätte schon lange wahrscheinlich auch Corona gehabt. Oder vielleicht wäre ich auch gar nicht mehr am Leben. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Glück gehabt und konnte dein Leben auch mit dazu. So, und jetzt sind wir wieder auf mein, jetzt kommen wir wieder auf mein Grundstück, was ich hier, wo ich wohne. Man sieht auch, hier ist nicht so viel Licht, aber ich habe hinten noch die Weihnachtsbeleuchtung noch angemacht, damit man da sieht. Man sieht dann auch, dann komme da auch ein bisschen näher ran. Ich brauche heute nicht ganz nach hinten gehen, weil heute muss keiner von hinten nach vorne gehen. Ich habe nur ein Stück gemacht. Ja, vielleicht ist da bis dahin der Schnee auch schon wieder geschmolzen. Wer weiß. Ja, jetzt kann man das auch noch wunderbar wahrnehmen, auch die Mülltonnen. So, jetzt fahre ich bei mir rein. Hier, ja, da steht die Waschküche offen, weil ich noch Meersalz gebraucht habe. Und das ist erstmal Schluss für heute. Das
muss es auch Licht angehen. Hier sind auch Haken, wo es nicht abgedeckt ist. Auch müsste jetzt das Licht angehen. Ganz einfach. Manchmal will es nicht. Er wird eigentlich auch über. Naja, jetzt sieht man auch, hier ist auch noch eine Schneedecke. Lass mal liegen. So, ich bedanke mich erstmal. Ich werde das heute noch reinhauen. Und gucken wir heute noch mal rein mit einem Video bezogen auf ja, Karneval und Corona. Und damit wir ein bisschen Karneval haben, überhaupt. Wie gesagt habe, will ich jetzt, wo ich damals nur die Zusammenfassung sah, jetzt die Möglichkeit, weil auch gewisse Jahreszeiten schon übersprungen sind, manchmal sogar 4, 5, sogar 6 Jahre oder 7 Jahre, und was aus den Tänzer und Tänzerin geworden ist. Und das ist immer sehr interessant zu sehen, oder neue Gruppenbildung. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich heute am 17.01.2021. Wir haben kurz nach 5 Uhr morgens früh und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Passen Sie auf, heute wird nicht so gestreut, wie man das kennt. Weil es muss ja nicht jeder, es muss ja keiner raus, und Veranstaltungen, die sind ja auch gestrichen worden. Da bedanke ich mich, das sagt Blau und Rote Klaus Dieter. Heute Nachmittag nochmal eine Einstellung, aber das bezieht sich halt dann nochmal Ankündigung des, der Karneval, die es doch nicht gab, aber doch im Netz vertreten ist. Aus den letzten 8 Jahren kann man sagen, es gibt hier verschiedene Veranstaltungen, nicht nur in Hürth, auch Köln, in der Eifel gewesen. Und es ist immer noch interessant zu sehen, was die Leute daraus gemacht haben, in voller Länge. Danke und auf Wiedersehen von Brauchtum und Tradition, NRW-Hürth, Blau und Rot, Klaus Dieter.